So sieht die ideale Kandidatin aus. Sie steht gerade, lächelt strahlend, hat keine Narben und perfekte Nägel. Es muss alles stimmen. Für ihr großes Ziel, Flugbegleiterin werden. Ich würde so gerne Stewardess werden. Dann kann ich viele Orte sehen, mich jeden Tag schick anziehen. Das liebe ich so sehr. Es kommt selten vor, dass wir bei einem großen Unternehmen in China exklusiv drehen können. Doch diesmal haben die Behörden grünes Licht gegeben. Wir dürfen bei einem Casting in Wuhan dabei sein. Nach dem Ende der Reisebeschränkungen stellt Hainan Airlines wieder ein und wird von Anfragen regelrecht überrannt. Hainan Airlines hat dieses Jahr bereits 30 Auswahlveranstaltungen gemacht. Bei uns sind 40.000 Bewerbungen eingegangen. Wuhan haben wir als Ort gewählt, weil es hier viele berühmte Universitäten gibt mit gut ausgebildeten Studierenden. Die Kandidaten müssen erstmal ihre Fingerabdrücke nehmen lassen, dann geht's zum Messen. Das Casting dauert 3 Tage. 700 Bewerberinnen und Bewerber, nur 10% werden eine Stelle bekommen. Die Anspannung ist gewaltig. Die Konkurrenz ist hart. Ich kann nur mein Bestes geben. Ich hoffe, dass jeder irgendwann seinen Traumjob finden wird. Ob Bai Jingyi ihren Traum bald leben kann, dazu später mehr. Für viele junge Menschen in China geht es zurzeit nicht um ihren Traumberuf, sondern darum, überhaupt irgendeinen Job zu bekommen. Der Frust ist groß. Hier stehen sie an wie bei einem Popkonzert, warten eine Stunde und mehr auf den Einlass, mitten im Regen. Doch statt feiern und tanzen gehen sie zum Lama-Tempel in Peking. Ich treffe hier viele Schüler und Studierende. Beten, das ist in China eher etwas Untypisches. Denn hier gibt es eigentlich nur eine Institution, an die die Menschen glauben sollen, die Kommunistische Partei. Umso erstaunlicher, dass so viele junge Leute hier vor Buddha knien und beten. Ich bete, dass ich einen Job finde. Seit meinem Schulabschluss tue ich mich sehr schwer mit den Bewerbungen. Ich suche schon eine ganze Weile nach einer Stelle. Die Jobsituation ist angespannt. Es ist auch hart, mit ansehen zu müssen, wie meine Mitschüler damit kämpfen. Jetzt zünden sie Räucherstäbchen an, suchen Beistand bei höheren Wesen, verneigen sich, flehen. Die Partei, die sonst für alles sorgt, kann ihnen keine Sicherheit mehr garantieren. In diesem Jahr wurden in China bereits 3-mal so viele Eintrittskarten für Tempel verkauft wie im vergangenen. Die Hälfte der Besucher ist Mitte 20 oder jünger. Das ist neu. Ich möchte wissen, wie es den jungen Leuten geht. Bei unseren Gesprächen höre ich immer wieder, dass die Jobsuche für viele eine große psychische Belastung ist. Letztes Jahr habe ich mich auf 60 Stellen beworben und wurde zu 20 Gesprächen eingeladen. Dieses Jahr ist es noch schlimmer. 100 Bewerbungen und nur 10 Einladungen. Die Gebetsmühle drehen, hoffen. Denn seit der Corona-Pandemie erholt sich die Wirtschaft in China in vielen Branchen weiter nur schleppend. Die Krise trifft junge Leute besonders hart. Jeder 5. unter 25 Jahren ist zurzeit arbeitslos und das sind nur die offiziellen Zahlen. Ein Rekordhoch. Dazu kommen so viele Hochschulabsolventen wie noch nie. 11,6 Millionen, die auf den Arbeitsmarkt drängen. An den Unis gab es in den letzten Jahren einen Stau. Prüfungen wurden pandemiebedingt verschoben. Auch die von Chiu Chang. Ich treffe ihn im Tempelinnenhof und er erzählt mir, dass er Softwareentwicklung studiert. Auch er ist hierher gekommen, um zu beten. Beim Räucherstäbchen anzünden erklärt er mir, dass es eigentlich Teil des chinesischen Traums ist, dass immer mehr junge Leute überhaupt studieren können. Dieses Jahr gibt es viel mehr Uni-Absolventen als in den Jahren davor. Das ist Rekord. Und das ist gut, weil es zeigt, dass es immer mehr gebildete Menschen in China gibt. Es ist sein großes Versprechen. Staatschef Xi Jinping sicherte China weniger Armut und mehr Bildung zu.
Doch für die junge Generation wird dieser Traum gerade zum Albtraum. Denn in den Staatsmedien formuliert es Xi heute so: Esst Bitterkeit. Was er damit meint, geht dahin, wo ihr China und der Partei dienen könnt. Damit meint er auch, dass junge Leute von den Städten aufs Land ziehen und auch Jobs annehmen sollen, die ihren Ansprüchen nicht entsprechen. Doch einige Jugendliche lassen sich das nicht gefallen und posten in den sozialen Netzwerken diesen Song. Der fröhliche Kong Yiji, ein arbeitsloser Studierte, der lieber verhungert, als dass er einfachen Tätigkeiten nachgeht. 4 Millionen Internetaufrufe an nur einem Tag. Doch die Unzufriedenheit der jungen Leute, sie ist gefährlich für den Führungsanspruch der Partei. Das Video von Kong Yiji wird umgehend zensiert und gelöscht. Doch auch Wang will sich nichts vorschreiben lassen. Wir treffen ihn auf einer der wenigen Jobbörsen in Chinas Hauptstadt. Er hat gerade einen Master in Bekleidungsmarketing in der Tasche und will auch als solcher arbeiten. Studiert hat Wang in Südkorea. Früher galt ein Studium im Ausland als goldenes Ticket für den chinesischen Arbeitsmarkt. Doch jetzt fragt sich Wang, ob er nicht lieber im Ausland geblieben wäre. Der Arbeitsmarkt ist da okay. Etliche Studierende, die mit mir den Abschluss gemacht haben, haben schon einen Job gefunden. Für Wang ist die Suche dagegen mühsam. Nur wenige Unternehmen stellen zurzeit ein, auch auf der Jobbörse. 3 Jahre Pandemie haben die Wirtschaft auf der ganzen Welt in Schieflage gestürzt. Jetzt müssen wir das ausbügeln. Wird schon irgendwie. Zurück zum Flugbegleiter-Casting. Bei Jingyi hat es in die letzte Runde geschafft. Noch einmal müssen sie und die anderen Kandidaten sich vor der Jury beweisen. Alles wie ein Uhrwerk mit viel Geduld und militärischer Disziplin. Ich hoffe so, so sehr, dass ich diesen Job bekomme. Hoffentlich bestehe ich. Ich würde mein Allerbestes geben als Stewardess. Etwa 70 Glückliche haben in Wuhan einen Job als Flugbegleiter ergattern können und dürfen sofort ihr neues Firmenfoto für Hainan Airlines schießen. Für Bai Jingyi ist dieser Traum heute geplatzt. Sie muss weitersuchen, wie hunderttausende andere junge Menschen in China in diesem Jahr.